Hier ist sie, die begehrte finnische Trophäe des Race Across the Alps. Ottmar, hier in diesem Plätzchen, da sind wir ja jetzt schon seit 2 Tagen. Die Entscheidung ist gefallen. Da war eine Riesenstimmung heute bei der Zielankunft. Gewonnen hat zum 3. Mal hintereinander Daniel Rubisoier. Ja, also es war natürlich ein Favoritensturm. Wir haben natürlich viele, viele andere auch mit auf der Rechnung gehabt. Nur der Daniel Rubisoier hat den Sack zugemacht und hat zum 3. Mal gewonnen. Wenngleich er natürlich auch heuer wieder, wie er im Interview gesagt hat, an die Grenze herangegangen ist, weil es einfach wirklich also eine knallharte Geschichte ist. Auch bei besten Wetterbedingungen, man muss erst diese Distanz und diese Höhenmeter absolvieren. Und da hat man mindestens 3-4 Mal absolute Downs und dann natürlich wieder diverse Hochs. Und das ergeht auch den Spitzenfahrern nicht anders. Ja, wir haben ja Bilder, die wir sehen hier. Das ist eine Kamera, die Kollegen von Daniel Rubisoier mitgehabt haben. Und die haben ihn begleitet auch. Filmisch sind tolle Bilder, da sieht man auch immer wieder die Strapazen, die man in Angriff nehmen muss. Die Zeit von 22 Stunden, ein paar Minuten, ist recht ansprechend. Ja, auf alle Fälle 22.06 die Zeit für den heurigen Sieger. Aber ich sage immer, das ist mir gar nicht so wichtig. Also es ist einfach die Leistung überhaupt. Also die Geschichte zu finishen, für mich einfach großartig. Wenngleich heuer sehr, sehr viele ausgefallen sind. Eigentlich interessant, die Bedingungen waren im Verhältnis zu vielen anderen Jahren gar nicht so schlecht. Und trotzdem, der eine hatte Probleme mit den Knien, der andere mit dem Rücken, der andere hat Luftprobleme gehabt. Also viele, viele Leute, die also bei großen Events dieser Art schon auf dem Podium standen, sind heute ausgeschieden. Ja, Daniel Rubisoier gewinnt also zum 3. Mal und wir haben ihn kurz nach seiner Zielankunft natürlich befragt. Daniel, wenn man 3-mal das Race Across the Alps gewinnt, dann hat man entweder einen kleinen Tick oder man ist halt einfach der Übersportler über die Langdistanz. Ich würde sagen, ein Tick habe ich auch und ja, Übersportler würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, ich bereite mich halt systematisch ein bisschen auf so ein Event vor und ja, es funktioniert anscheinend ganz gut. Eine unglaubliche Leistung, wie gesagt, wenn man auch hintereinander 3 Jahre dieses Rennen gewinnen kann, man muss ja mental wahrscheinlich auch da stark daran arbeiten. Ja, anscheinend liegt mir das totales Event und mental, ja, ich glaube schon, dass ich ganz gut bin, ja. Oder muss fast schon sein, ja. Wie waren jetzt diese 22 Stunden für dich? Ja, die ersten 2,5 Stunden total super. Und dann habe ich total mit Magenproblemen gekriegt, 6-7 Stunden. Das hat mir ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ich habe dann viel Wasser getrunken und habe wenig essen können. Ich habe es aber dann nach 10 Stunden in den Griff gekriegt. Gott sei Dank in die Nacht rein. Ist mir alles aufgegangen dann, ja. Du hast wie immer ein perfektes Betreuerteam auch dabei gehabt? Ja, ja. Also das ist sicher eines vom wichtigsten, ein perfektes Betreuerteam. Ich bin zwar, glaube ich, recht einfach, weil ich sag nicht viel und brauche nicht viel und ist gleich erledigt, aber es ist doch ein Um und Auf, ein gutes Betreuerteam. Wie lange muss man oder braucht man da jetzt, bis man sich wieder erholt von so einer Strapaze? Ich werde in 2 Wochen mein nächstes Rennen fahren wieder, also nicht so lang. Einer, der eigentlich alle überrascht hat oder auch nicht überrascht hat, weil es der Extremsportler Franz Venier. Mit dir gemeinsam und Max Wassermann hat er dieses Rennen erfunden, kommt auf den, jetzt sage ich mal, bemerkenswerten oder sensationellen 2. Platz, wie man es möchte. Ja, es ist richtig. Also obwohl wir eigentlich relativ guten Kontakt haben, hat er mich total überrascht, dass er überhaupt an den Start gegangen ist. Wir waren noch Mitte dieser Woche zusammen und da hat er mir gesagt, irgendwann möchte ich schon noch einmal dieses Race Across die Alps fahren, aber kein Wort davon, dass er heuer 2014 an den Start gehen wird. Er hat gemeint, ich habe leider kein Betreuerteam und das ist beim Race Across die Alps natürlich die Voraussetzung. Ansonsten würde ich schon noch einmal probieren und dann steht er tatsächlich in letzter Minute auf der Startlinie und fährt da wieder vorne mit und wird Zweiter, nicht einmal zu seinen besten Zeiten, wo er die vielen Siege eingefahren hat und die vielen Rekorde aufgestellt hat, hat eine ähnliche Zeit wie heute abrufen können, also unter 23 Stunden und ein 2. Rang, bis jetzt war der 4. Platz sein bestes Ergebnis. Franz Venier ist eine ganz eigene Marke, eine eigene Geschichte, also ein tolles, für mich auch emotionelles Ereignis, dieser 2. Rang für den Franz. Als er ins Ziel hereingekommen ist, frenetischer Jubel natürlich, die Bilder haben wir schon gesehen. Und er ist ja auch bekannt dafür, dass er eine lockere Zunge hat und wir haben ihn natürlich gleich zum Interview geholt. Ja, natürlich hätte ich lieber gewonnen, aber das spielt es nicht immer und meine Aufholjagd, die war einfach schon knallhart und da bin ich vorne nicht mehr zu überkommen und ich habe ein riesiges Problem mit meinen Augen. Die Nacht war für mich chaotisch. Das ist natürlich ein Rennen, wenn es so lange geht, da gibt es die Ups und Downs, die wird es auch bei dir gegeben haben. Wie hast du dir das Rennen selber eingeteilt?
Na, bei diesen Ultramarathons glaube ich, das ist einfach ganz normal. Das ist ein Wellental der Gefühle über 24 Stunden oder über zwei Tage und so weiter. Und da muss man mental an sich sehr gut arbeiten und dann hat man eigentlich kein Problem. Viele kommen hier rein, die können gar nicht mehr reden. Du wirkst extrem locker, hast auch eine lockere Zunge, das weiß man. Warum bist du so gut drauf jetzt? In erster Linie einmal gut trainiert, in zweiter Linie, da gibt es ja diesen Sprichwort, Sieger sehen anders aus oder die, was am Podium stehen. Gewonnen habe ich nicht, aber ich fühle mich da wie ein Sieger und ja, das passt so. Dann fühlt man sich wohler. Severin Zotter wird Dritter beim Race Across the Alps. Ist das eine Überraschung? Naja, Überraschung in der Hinsicht, weil wir ja natürlich andere Favoriten auf der Rechnung hatten, aber er hat natürlich auch schon tolle Erfolge gefeiert, war ja sogar schon einmal Ultracycling-Weltmeister im Rahmen des Glocknermann in Graz, in seiner näheren Heimat, und dann war er auch schon Zweiter bei Race Around Austria, ein Rennen über 98 Stunden, ja, im Sattel 2200 Kilometer, und auch beim Race Around Slowenien war er mit dabei. Und was man von ihm weiß, ist ein sehr, sehr enger Freund vom wieder aktuellen Streckenrekordhalter beim Race Across America, Christoph Strasser. Das ist sozusagen sein Vorbild. Ja, der hat also hier eine tolle Leistung gebracht, dieser Severin Zotter, und auch er bei uns jetzt im Interview. Gegen Ende des Rennens habe ich wieder ein bisschen Probleme mit meiner Lunge bekommen. Das heißt, ich habe ein bisschen einen Leistungsabfall gehabt und der Franz ist so vorbeigeschossen bei mir, da war keine Chance, dass ich mitgehe. Das war unmöglich und deswegen geschaut, dass ich mein Rennen fertig fahre. Ich wollte unbedingt unter 24 Stunden finishen, dass ich jetzt Dritter bin, wenn ich es richtig habe. Es ist eine riesengroße Zugabe und ich freue mich. Ich wollte dich gerade fragen, was dein Stellenwert hat, dieser dritte Rang beim Race Across die Alps. Da hast du doch schon schöne Erfolge erzielt, aber das ist natürlich ein Klassiker. Das ist absoluter Klassiker. Ich war 2001 das erste Mal hier mit dabei als Betreuer. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich selber mal fahren werde. Da jetzt Dritter zu werden, ist ganz, ganz was Großes für mich. Wenn wir dann auf die weiteren Plätze blicken, 4., 5., 6. Ja, Walter Sageda, ein Oberösterreicher aus der Nähe von Wels. Auf ihn natürlich überraschendes Ergebnis, obwohl er auch letztes Jahr schon sehr stark gefahren ist. Aber er hat natürlich auch gemeint, aufgrund der starken Präsenz hier von den Top-Leuten, dass sich diesmal vielleicht ein Top-10-Rang ausgeht. Also 4. Rang großartig. 5. Rang dann für unseren Evergreen, für den Pauli Lindner, der lange wieder an der Spitze mitgemischt hat, aber dann natürlich im Finale ein bisschen zurückgefallen ist, aber er ist wieder sehr, sehr zufrieden, innerhalb von 24 Stunden gefinisht. Paul Lindner, der schon zweimal gewonnen hat. Und dann haben wir auf Rang 6 auch einen Neuling, den Christoph Töpfer, wieder ein Fahrer aus dem erfolgreichen Team heute von Bösner Bau Denifel, der also wirklich eine tolle Premiere gezeigt hat. Ja, wir sehen auch Bilder hier beim Hereinfahren von Florian Waltl. Der ist ja zum zweiten Mal mit dabei, ist auch aus demselben Team wie der Daniel Rubisheuer. Ja, also wir hatten heuer, glaube ich, 4 Leute aus diesem Team, die da in den Top 10 reingefahren sind. Auch Schobesberger gehört zu diesem Team. Der war auch da ganz vorne mit dabei. Und der Florian Waltl, der hat seine Zeit wieder um über eine Stunde gesteigert. Er hat eine 26er Zeit im letzten Jahr, heuer eine niedere 25er Zeit. Also du siehst, die Burschen trainieren schon entsprechend und haben Ziele und viele sind auch in der Lage, die auch durchzusetzen. Manche natürlich heuer weiter daneben. Eine Premiere war es für Nadia Brilling, die hier mit dabei war, von Steinbach Bike, die Wahl-Kitzbühelerin. Es war eine große Herausforderung für sie. Ja, für die Nichte von Rudi Mitterecker, der ehemaligen Radsportlegende, war das natürlich eine ganz, ganz schwere Prüfung. Aber aufgrund der bisherigen Ergebnisse hat man ihr zutrauen können, dass die hier wirklich eine tolle Leistung abliefert. Und sie hat uns auch nicht enttäuscht. Großartig, die Nadia, was die da wirklich zeigt. Und ich habe gesagt, wenn eine von den Damen in Österreich dazu in der Lage ist, dann ganz sicher sie. Was sie nach dem Rennen gemeint hat, hier kommt es. Mir ist eigentlich bis am Flüeler oder bis zu meiner längeren Pause, das heißt 75 Minuten, sehr, sehr gut gegangen. Und dann war es vom Albula runter sehr, sehr kalt. Und das habe ich relativ lang gespürt. Ich habe auch eben keinen Appetit mehr gehabt, habe nicht mehr viel was essen können. Dann haben sie mir in Davos eine Nudelsuppe gemacht und dann ist es wieder langsam gegangen. Also, dann habe ich auch ganz gut wieder ins Rennen gefunden, offenbar super. Und dann Mitte vom Umbreil ist einfach nichts mehr gegangen. Ja, nein, es passt. Das hat uns noch einer erzählt, dass du Nudelsuppe gekriegt hast. Das ist auch schöner. Dein Freund war dabei, deine Familie war dabei. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Ja, natürlich. Also da braucht man schon Leute, mit denen man gut auskommt, die man gut kennt, glaube ich.
weil es ist einfach eine Ausnahmesituation für mich, für die Betreuer auch. Und ich hoffe, ich habe es nicht allzu schwer gemacht. Sie schauen eh noch gut aus, alle. Also das ist schon perfekt. Schau, da wird schon das Bier gereicht. Hast du jemals so eine lange Distanz oder ähnlich lange Distanz gemacht? Eben der Glocknermann in Graz, die Ultramarathon-Weltmeisterschaft, die hat 836 Kilometer, 12.000 Höhenmeter, aber ist nicht zu vergleichen, weil es einfach immer längere Flachstücke zwischen sind. Also es geht sogar länger, also bin ich knapp 40 Stunden gefahren, aber nicht zu vergleichen. Die Siegerehrung ist natürlich dann die offizielle Krönung am Schluss einer solchen Veranstaltung wie dem Race Across the Alps. Da sind ja alle Finish wirklich wahre Sieger, wahre Helden, besondere Momente immer. Genau so ist es. Und was mir besonders gefällt oder taugt, dass der Organisator da keine Unterschiede macht. Es bekommt jeder vom ersten bis zum letzten dieselbe Trophäe, die wir im Bild eingeblendet hatten. Eine wunderschöne Glastrophäe und das unterstreicht dann ganz einfach die Wertigkeit, überhaupt als Finisher beim Race Across the Alps in die Liste aufgenommen zu werden. Es war wiederum ein spektakuläres Rennen. Man darf es wirklich als das härteste Eintagesrennen der Welt bezeichnen. Es wird auch im kommenden Jahr wieder seine Austragung finden. Daniel Rubisoier gewinnt zum dritten Mal und wir melden uns noch einmal natürlich von diesen Radtagen im Tiroler Oberland, Kaunertal und Nauders, denn zum Abschluss dieser Radtage findet ja der Dreiländer-Radgiro statt. Das ist dann die große Breitenveranstaltung. Genau, wir erwarten an die 3000 Teilnehmer. Es gibt zwei Rennstrecken. Die A-Route führt also über das Stilzerjoch und den Ofenpass, eigentlich der Klassiker in den letzten Jahren. Und man hat aus der Not eine Tugend gemacht, hat eine B-Variante eingeführt, die auch über das Stilzerjoch führt, aber nicht mehr über den Ofenpass, sondern über den Finchgau zurück in Ziel an den Reschenpass. Und ich möchte meinen, es ist eine mindestens genauso schöne Alternative oder schöne Strecke. Und wir werden also auf beiden Distanzen großartige Athleten am Start sehen. Schauen Sie sich auch diesen Film dann an. Wir sind alle Tage hier bei den Radtagen vertreten und es freut uns natürlich, wenn Sie mit dabei sind.